Achtung, Achtung! Denn es gibt Neuigkeiten bezüglich Pokémon Go. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Video. Und ich werde mich bemühen, auch dieses Video kurz zu fassen. Versprochen, ich versuch's. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Pokémon Go Twitter-Seiten haben einen Tweet vor einigen Stunden gepostet. Und der Tweet spricht für sich. Einige selten in Europa gesehene Pokémon könnten ab diesem Wochenende in bestimmten europäischen Städten erscheinen. Es ist ein Link gegeben, diesen werden wir uns gleich etwas näher ansehen. Und keine Sorge, ich werde euch diesen Link selbstverständlich auch in die Infobox packen. Also ein kleiner Blick in die Beschreibung genügt und ihr könnt auch mal selber euch die Newsmeldung anschauen. Aber ich würde sagen, springen wir jetzt einfach mal zu der Seite. Jetzt sind wir angekommen bei dieser offiziellen Newsmeldung und ja, ungewöhnliche Pokémon-Entdeckungen in Europa vorhergesagt. Und meine Güte, das klingt wie eine Wettervorhersage. Auf jeden Fall kommen wir zu dem Wichtigsten und das ist dieser erste Abschnitt gleich. Trainer, wir haben gehört, dass bereits an diesem Wochenende einige zuvor nur selten in Europa gesehene Pokémon inklusive Kangama und Inkognito in ausgewählten Städten erscheinen könnten. Dieses ungewöhnliche Ereignis wird voraussichtlich bis 21. August andauern. Haltet eure Augen offen, wenn ihr euch in einer der unten aufgeführten Städte aufhaltet, weil dies eine großartige Gelegenheit sein könnte, um einige zusätzliche Pokémon zu eurem Pokédex hinzuzufügen. Soweit, so gut. Das klingt ja schon mal ganz gut. Es wird zum Beispiel einen Kangama geben, Inkognito wird ebenfalls auftauchen. Das sind ja eigentlich bloß Beispiele. Wir können also gespannt sein, was da auf uns zukommt. Es ist allerdings auch die Rede von verschiedenen Städten und die schauen wir uns gleich an. Das sind nämlich die hier. Auf jeden Fall, Deutschland ist für die meisten unter euch vielleicht auch das Wichtigste. Deutsche Städte werden sein Berlin, Bochum, Gera, Leipzig, Mönchengladbach, München, Oberhausen und Recklinghausen. Auf jeden Fall sind noch eine ganze Reihe andere europäische Städte am Start, wie beispielsweise Valencia habe ich gelesen, Madrid, Barcelona, Lissabon, Oslo und so weiter und so fort. Rom ist auch mit dabei. Also es sind schon eine ganze Reihe an Städten und das ist noch nicht alles, denn diese sogenannten Unibail Udamco Shopping Center werden auch Lokmodule kostenlos zünden. Also an den Wochenenden vom 12. August und 19. August. Diese werden auch den ganzen Tag über aktiviert sein. Aber was jetzt wirklich am spannendsten ist, sind die Pokémon, die dann natürlich erscheinen werden, die es sonst in Europa nicht allzu häufig gibt. Wie gesagt, das Ganze läuft bis 21. August. Und haltet einfach eure Augen offen. Und ja, viel Spaß beim Pokémon fangen. Und natürlich danke fürs Reinschalten. Ciao.